Willkommen zum Umzugs- bzw. vielleicht Umzugsvorbereitungsvlog. Ich stehe hier gerade, es regnet in Strömen, aber ich bin trotzdem sehr gut drauf, denn heute ist ein sehr aufregender Tag. Für mich geht es nämlich jetzt nach Kopenhagen zur Wohnung und wir sehen heute zum ersten Mal die Wohnung. Also meine zukünftige Mitbewohnerin und ich, wir waren ja damals nur im Rohbau und haben da entschieden, dass wir eine Wohnung in diesem Neubau haben möchten und haben noch nicht unsere richtige Wohnung gesehen und da geht's heute hin. Heute ist Schlüsselübergabe und wir bekommen alles gezeigt, deshalb freue ich mich sehr und wir losen heute auch die Zimmer aus. Das haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Es gibt nämlich zwei verschiedene Zimmer, also beide sind nicht sonderlich groß, aber wir haben halt noch nicht entschieden, wer welches bekommt und haben eben gedacht, das ist am fairsten, wenn wir das einfach auslosen und das machen wir heute. Also es wird sehr spannend, deshalb ja, schmeiße ich mich jetzt in meine Regenjacke, schwinge mich aufs Fahrrad und dann geht's los und ich nehme euch gerne dabei mit. Okay, wir sind jetzt in der Wohnung und ich finde, der erste Eindruck ist richtig gut, weil ich finde, es ist sehr hell hier. Wir wurden jetzt gerade schon rumgeführt und haben alles gezeigt bekommen. Ich finde übrigens, dass der Fahrradkeller voll krass aussieht mit diesen zwei Etagen. Mega. Ich weiß gar nicht, also ich, mein erster Gedanke war, dass ich nicht war, ja, wir kriegen das Fahrrad auf. Egal, werden wir noch rausfinden. Und jetzt müssen wir noch die Zimmer auslosen, weil wir das bisher noch nicht gemacht haben. Wir sind gespannt, wer welches Zimmer kriegt. Und wir machen das jetzt sehr professionell. Ja, ich schreibe jetzt hier, hier ist mein Blatt, da schreibe ich jetzt groß und klein drauf. Schrecklich. Ach, ich ziehe dann. Und dann ziehst du. Oh Gott, ey, mein Puls. Vielleicht sollte ich dann groß und klein draufschreiben, damit du nicht weißt, wie die beiden Zettel aussehen. Professionell, wie wir hier unterwegs sind. Es zieht sich durch. Ja. Mhm. Ich glaube, ich schließe hier die Augen. So wie es, wie das jetzt gezogen wird, so soll es sein. Okay. Wir versuchen gerade mal auszumessen, wie wir das Sofa am besten hinstellen, damit wir Ausblick haben. Wenn du hier nämlich so ein Trennding hast, dann kannst du hier voll gut den Tisch, ja. Dann hast du was, wo du den Tisch dran stellst, also dass er nicht so im luftleeren Raum. Mhm. Bad sieht so aus, klein aber fein und ich bin sehr happy, dass wir eine Waschmaschine haben und sogar einen Trockner. Und daneben Waschbecken, Toilette und Dusche. Die Schränke sind hier schon mit drin. Das habe ich jetzt aber schon öfter gesehen in Dänemark bzw. Kopenhagen. Also schon mit eingebaut. So sieht es aus, wenn man von der Haustür reinkommt. Dann sind hier die zwei Zimmer. Das hier ist dann jetzt meins. Und von dem Zimmer geht es dann hier in die Küche bzw. ins Wohnzimmer. Hallo aus meiner Mittagspause von meinem letzten Arbeitstag. Morgen ist der Umzug. Ich sitze komplett im Chaos hier. Überall Umzugskisten. Und es muss noch sehr viel gemacht werden. Das Problem ist nur, ich habe die Woche jeweils 2 Stunden länger gearbeitet. Also statt von 9 bis 4, von 8 bis 5. Und ich hatte keine Zeit, um so richtig zu packen. Und jetzt, ja, muss ich mal gucken. Ich war am Montag beim Baumarkt und habe mir 2 Umzugskisten geholt. Und werde heute dann auch nochmal zum Baumarkt laufen. Der ist hier zum Glück direkt in der Nähe. Und mir nochmal die größte Größe kaufen. Ich weiß nur nicht, wie viele, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Stand jetzt würde ich sagen, ich hole mal 2, aber ich will am Ende auch nicht hier sitzen und nicht genug haben. Hier steht alles voll mit Kisten. Da eine Kiste, da eine Kiste. Meine Mama hat mir mein Bettzeug schon mal per Post geschickt, damit ich dann in dem Bett schlafen kann morgen, weil mit der Spedition hätte das zu lang gedauert. Schlafzimmer ist eine Vollkatastrophe. Da habe ich heute Morgen von 5 bis 7 versucht, irgendwie die Sachen wieder in Tüten zu packen und so. Also Katastrophe, aber ich meine, das gehört aber dazu zum Umzug. Das hier ist sowieso der Chaosraum schlechthin. Den muss ich heute Abend in den Griff kriegen irgendwie. Aber ich muss auch nicht mit einem Rutsch hier raus, weil die Hütte wird danach nämlich leer stehen wahrscheinlich. Und ich werde auch die Katzen nicht mit in das Umzugschaos nehmen. Deswegen komme ich am
Montag wahrscheinlich nochmal hierher. Und dann fährt meine Gastmutter mich zusammen mit den Katzen und den letzten Sachen, die halt noch dann hier bleiben, in die Wohnung. So, ich habe jetzt Feierabend. Zusammen mit der anderen Nanny waren wir gerade auf dem Rückweg vom Spielplatz noch beim Baumarkt und haben die zwei Kisten hier nochmal gekauft. Ich gucke mal, ob das jetzt reicht. Das ist die größte Größe. Haben wir so nebendran ans Fahrrad geklemmt. Also wir haben ja Lastenrad hier. Und es dann nach Hause transportiert. Deshalb widme ich mich jetzt hier dem Chaos. Mach mir ein bisschen Musik auf die Ohren. Und ich habe mir gerade ein Fahrrad gekauft. Meine Freundin Wiebke war so lieb und ist nach der Arbeit dahin gegangen. Ist nämlich bei ihr in der Nähe und hat es für mich abgeholt. Und jetzt habe ich schon ein Fahrrad und ich finde es sehr, sehr schön. Ich freue mich schon, das dann mal in echt zu sehen. Also, auf einen produktiven Abend. Heute ist Samstag und somit der Tag des Umzuges. Ich stehe hier immer noch in meinem Umzugschaos, beziehungsweise mittlerweile ist fast alles in Kisten. Ich war gerade nochmal beim Baumarkt, direkt als er aufgemacht hat, und habe noch eine Kiste gekauft. Die mache ich jetzt noch voll. Und dann kommt auch schon meine Mitbewohnerin mit ihrem Vater. Ich habe gerade noch eine Maschine Wäsche angestellt. Ich wasche die Bettwäsche hier nochmal, damit das alles sauber ist. Und ja, die letzten Stunden auf der Farm haben begonnen. The last real kiss. When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? I have no. Eins meiner Highlights an dieser Küche seht ihr übrigens hier. Das ist nämlich ein Geschirrspüler und ich freue mich so darüber. Ich finde, das ist so ein Luxus, einen Geschirrspüler zu haben. Klar geht es auch um der Hand zu spülen, aber ich habe schon gemerkt, dass ich das bei mir gerne mal anstapel. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt wieder einen Geschirrspüler habe. Ja, haben wir auch schon fleißig in Gebrauch. Und jetzt kann ich auch endlich die Spülmaschinen-Tabs von Everdrop benutzen. Die Produkte habt ihr ja schon öfter bei mir gesehen. Und die Geschirrspül-Tabs habe ich jetzt eben bisher noch nicht ausprobieren können. Jetzt aber. Wie üblich bei Everdrop kommen auch die Geschirrspül-Tabs ohne Plastikverpackung aus. Das heißt, die sind einfach so. Ich habe auch noch eine Dose, da packe ich die gleich rein. Und ja, damit spart man eben unnötige Plastikverpackungen ein. Die sind vegan, ohne Mikroplastik. Die riechen auch sehr angenehm nach, ich glaube, Limette und Minze, glaube ich. Auf jeden Fall riechen die sehr gut. Ja, wie ihr wisst, mag ich die Produkte gern. Ich finde, das ist so eine Sache, da kann man so einfach Müll sparen, indem man sie einfach unverpackt verwende. Deswegen, ja, bin ich ein sehr großer Fan. Ich glaube, man zahlt pro Spülgang 27 Cent oder so mit denen. Ja, deswegen finde ich, das ist echt eine gute Sache. Wir hatten den Geschirrspüler jetzt auch schon ein paar Mal an. Das heißt, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ich gucke jetzt gerade nach meiner Dose, damit ich die da mal reinfüllen kann. Und dann ist die Küche fertig. Oh, das riecht richtig gut. Ich hatte die Dose nämlich bisher genutzt, um da die Nachfüllpäckchen reinzumachen. Weil ich bisher noch nicht die Geschirrspültabs nutzen konnte. Ich hatte ja noch keinen Geschirrspüler. Oh, das riecht so gut. Die mache ich jetzt woanders rein. Geschirrspültabs kommen jetzt da rein. Gleiches gilt übrigens auch fürs Badezimmer. Hier stehen schon meine Dosen. Ich benutze auch das Waschmittel von Everdrop. Ich habe hier Color, Fein und Vollwaschmittel. Und hier diese WC-Tabs, die mache ich nachts manchmal rein. Ja, auch hier, die kommen in so einer Papierverpackung. Riecht super gut, wäscht super gut. Also auch von dem Waschmittel bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Kann ich euch echt voll empfehlen. Ja, wenn ihr die Produkte mal ausprobieren möchtet, habe ich auch einen Rabattcode für euch. Ich schreibe den euch mal hier hin. Kann euch beides, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich mag die Produkte echt sehr, sehr gerne. Und ja, freue mich auf sauberes Geschirr und gut duftende Wäsche. Ich bin gerade zum letzten Mal hier in meinem Häuschen. Es fühlt sich sehr komisch an. Ich mache jetzt noch das letzte bisschen sauber und alles klar schiff, sodass die Übergabe ja, mit einem ordentlichen Haus stattfindet. Und dann, wenn mein Gastkind vom Kindergarten kommt, fahren wir zusammen mit den Katzen in die Wohnung und dann heißt es Abschied nehmen
von der Farm. Ich habe ja auch gerade schon mein Abschiedsgeschenk an den Kleinen vorbereitet. Einmal eine Karte an meine Gasteltern. Und das hier ist ein Findus. Den hat meine Mama komplett selbst genäht. Also von der Tasche bis zur Hose und dem Findus natürlich an sich. Also komplett selber gemacht. Und ich habe ihm ja zu Weihnachten auch ein Buch von Pettersson und Findus geschenkt und ihm Pettersson und Findus überhaupt gezeigt. Und ja, ich bin richtig gespannt, was er sagt. Ich habe hier in die Tasche noch ein Päckchen Gummibärchen reingepackt, sodass Findus direkt ein Geschenk für ihn hat. Und das gebe ich ihm dann als Abschiedsgeschenk und fand die Idee ganz süß. So, ein paar Stunden später. Ich bin wieder in der Wohnung und die Katzen auch. Es war voll süß mit meinem Gastkind, der hat sich richtig gefreut, hier die Wohnung zu sehen. Und meine Gastmutter hat mir auch gerade geschrieben, dass er jetzt gerade auf der Rückfahrt schon am Weinen ist. Aber es ist ja kein Abschied für immer. Ja, und jetzt sind die Katzen hier gerade noch in den Körben und wir werden die jetzt mal rauslassen. Ich mache das immer so, wie man es auch bei Kitten macht, dass ich sie immer erstmal ins Klo lasse, damit sie von da aus dann die Wohnung erkundigen können und da schon mal so einen Safe Space haben. Und ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. So, wer macht den Anfang? Ich glaube, Henry ist mutiger. Okay, Henry. Ich bin gespannt, wer mutiger ist. Schau mal, was meine Gastfamilie mir zum Abschied geschenkt hat. Einfach zwei Tassen von Royal Copenhagen. Ich kann es gar nicht glauben. Und ich habe die ganze Zeit schon davon geschwärmt, wie schön ich das Geschirr finde. Und jetzt habe ich einfach meine zwei ersten Tassen von Royal Copenhagen. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Für alle, die die Marke nicht kennen, es ist so die dänische Geschirrmarke schlechthin. Und ja, ich finde die sehr, sehr schön und ich bin unglaublich dankbar. Heute ist Donnerstag und ich würde sagen, heute ist der letzte richtige Tag des Umzugs, denn heute kommen meine Möbel aus Deutschland. Ich bin schon sehr gespannt. Gestern wurden die Sachen bei meinen Eltern abgeholt und heute kommen sie dann hierher und dann ist die Wohnung auch fertig und dann kann ich euch auch eine fertige Wohnungstour geben. Aktuell ist hier nämlich noch ein bisschen Chaos, das heißt, ich warte noch, bis ich das verräumt habe und dann zeige ich euch die Wohnung. Jetzt sind wir ja schon fast eine Woche hier. So langsam komme ich auch in meinem neuen Alltag an, den ich sehr, sehr mag. Vor allem die Aussicht ist super schön. Wir waren auch schon beide spazieren und sind beide sehr, sehr begeistert. Heute nochmal der letzte aufregende Tag und dann ist das Kapitel Umzug abgehakt. Mittlerweile haben wir schon 5 Uhr. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, weil Stau auf der A7 war. Aber jetzt müsste er jeden Moment kommen und wir sind beide irgendwie voll aufgeregt. Ich weiß nicht warum, eigentlich gibt es gar keinen Grund dazu, aber irgendwie bin ich vor sowas immer ein bisschen nervös. Aber es müsste eigentlich alles dann gut klappen. Und mal schauen, wann er kommt. So, die Möbel sind jetzt da. Es hat alles richtig gut geklappt, außer dass er erst das Haus nicht gefunden hat, aber das ist auch noch nicht so bei Google Maps drin. Ich habe jetzt noch mal ein paar Umzugskisten bekommen, einen Stuhl, die Hemmnis-Kommode hier und diese, ich sage immer, Altbaukommode. Einen Kratzstamm habe ich auch noch mitgenommen. Ansonsten noch einen Teppich. Ich hatte eigentlich 3, aber die kann ich hier gar nicht alle unterbringen, deswegen einen für dann da. Jetzt essen wir erstmal was und dann werde ich den restlichen Abend noch auspacken und dann stehen hoffentlich ganz bald schon nicht mehr überall Kisten rum. Bei mir gibt es heute Nudelauflauf von vorgestern. Das sind einfach Nudeln, Brokkoli, Karotte, Zwiebeln, bisschen Spinat und bisschen Paprika und Tofu. Und bei meiner Mitbewohnerin gibt es Salat. Was hast du alles drin? Gurke, Feta, vegan Thunfisch und Mais. Ich bin Salat. Gespannt auf den Thunfisch. Ich auch. Guten Appetit. Guten Appetit. Startled our eyes, we let go of disguise.
Mittlerweile haben wir es jetzt schon eine Woche später. Wir sind alle gut hier angekommen und haben uns gut eingelebt. Der Umzug lief echt viel reibungsloser als gedacht. Also wir hatten das so gemacht, dass meine Mitbewohnerin, die ist ja am Freitag schon hier eingezogen und hat dann erstmal ihre Sachen hier abgeladen und schon mal ein bisschen alles hier aufgebaut. Und dann am Samstag kam sie zusammen mit ihrem Vater zu mir. Dann haben wir meine Sachen eingesammelt, sind dann noch nach Hillerö gefahren. Da habe ich nämlich ein Bett Secondhand gekauft. Das haben wir da noch abgeholt und danach hatten wir sogar noch Zeit zum Ikea zu gehen. Da hatte ich sehr drauf gehofft, weil ich mir da nämlich ein Regal für mein Zimmer gekauft habe. Mit so einem Schreibtisch noch dran von Iva. Das wollte ich unbedingt haben und das war leider in Lübeck ausverkauft. Sonst hätte meine Mitbewohnerin das nämlich direkt da mitbringen können. Es war auch in Gentofte ausverkauft. Das ist der Ikea, der hier eher in der Nähe gewesen wäre. Und dann sind wir noch nach Tarstrup gefahren. Das ist dann der andere Ikea. Deswegen wussten wir auch noch nicht so ganz, ob wir es schaffen an dem Tag. Aber es hat alles problemlos zeitlich geklappt. Da waren wir dann. Das war auch bisher der größte Ikea, in dem ich je war, glaube ich. Also der war dreistöckig. Das Lager unten war dann quasi im Keller. Ja, da habe ich dann auch alles bekommen. Also das hat alles super geklappt. Dann sind wir hierher gefahren, haben alles direkt in einem Rutsch aufgebaut. Das Bett mussten wir ja nicht komplett von neu aufbauen, sondern mussten es einfach nur wieder zusammen basteln. Und das Iva-Regal ging eigentlich relativ schnell. Dann haben wir uns hier in der Nähe noch vegane Burger geholt und Pommes gegessen. Und ja, dann war das eigentlich ein ultra, ultra reibungsloser Tag. Also es lief echt mega gut. Meine Möbel kamen ja dann auch ein paar Tage später mit der Spedition. Ich hatte das übrigens über die Möbelmitfahrzentrale gebucht. Die schauen dann, ob sie irgendeinen Transporter finden, der noch Platz hat auf der Strecke. Und die ja, suchen dann halt für dich und melden sich dann, wenn sie einen haben. Und bei mir war das dann der Fall. Also das hat alles super gut geklappt. Ich kann es euch mal verlinken in der Videobeschreibung, falls ihr auch vorhabt, mal nach Dänemark zu ziehen. Da kann ich das auf jeden Fall empfehlen und ja. Jetzt haben wir uns, wie gesagt, schon langsam hier eingelebt. Ich werde verständlicherweise oft gefragt, ob ich denn die Farm vermisse oder ob der Abschied besonders schlimm war oder wie es überhaupt für mich war. Ich muss ehrlich sagen, dass es gar nicht so schlimm war mit dem Abschied. Also zum einen war ich zur Zeit des Umzuges immer noch ultra gestresst, wie auch den ganzen Dezember schon. Und deswegen hatte ich ehrlich gesagt gar keine Zeit, mir bewusst zu machen, dass ich jetzt bald nicht mehr da leben werde. Ja, deswegen habe ich das da ehrlich gesagt überhaupt nicht realisiert. Und auch der Abschied war ehrlich gesagt nicht so schwer, weil ich ja trotzdem noch hin und wieder da hingehen werde. Also meine Gastmutter hatte gesagt, dass sie sich total freuen würde, wenn die Verbindung zwischen mir und dem Kleinen bestehen bleibt. Und da ich ja nicht so weit von der Farm entfernt wohne, haben wir gesagt, dass ich immer noch hin und wieder vorbeikommen werde. Und ja, ich war jetzt auch schon einmal da. Er hat sich so gefreut, als er mich gesehen hat. Deswegen ja, war das gar kein richtiger Abschied. Also dem Kleinen fiel es schon schwer. Es ist immer noch ein sehr tränenreicher Abschied, wenn wir uns dann sehen. Aber ich glaube, das pendelt sich dann auch noch ein. Und ja, ich bin ja nicht aus der Welt, deswegen hält sich tatsächlich in Grenzen, was so den Abschiedsschmerz angeht, muss ich sagen. Vor allem, weil ich mich sehr darauf freue, jetzt in Kopenhagen zu wohnen. Das war ja sowieso das, was ich die ganze Zeit schon wollte und mir erträumt habe. Und ich freue mich so sehr jetzt auf die kommende Zeit und bin sehr, sehr happy, so wie es jetzt ist, und freue mich total, mich jetzt hier einzuleben. Auch die Katzen fühlen sich jetzt richtig wohl. Die schlafen hier beide neben mir. Es hat ein paar Tage gedauert, bis sie sich hier eingefunden haben. Am Anfang waren ja auch meine Möbel noch nicht da und dann sind die immer so in geduckter Haltung hier durch die Wohnung gelaufen. Aber jetzt mittlerweile schlafen sie schon ganz entspannt überall. Und ja, bei den beiden ist es aber sowieso so, dass sie eher auf mich fixiert sind als auf die Räumlichkeit. Also sobald ich da bin, ist eigentlich, geht es immer recht fix. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder mehr Platz haben und ich sie richtig auspowern kann. Und ja, also alles richtig gut. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich voll, euch in den nächsten Wochen dann mitzunehmen durch mein Leben. Ich werde euch natürlich auch noch eine Roomtour oder eine Wohnungstour hier geben. Ich habe mir aber gedacht, das machen wir in einem separaten Video. Das würde sonst, glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengen. Also wenn ihr möchtet, dann würde ich die abfilmen und dann als nächstes Video hochladen. Könnt ihr mir gerne wissen lassen.
Könnt ihr mich gerne wissen lassen? Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare und Nachrichten, die mich erreichen. Ich freue mich immer voll, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder ja, einfach in Kontakt mit mir tretet. Also vielen Dank, dass ihr da seid und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bis zum nächsten Video. Hi, hi.